Gefühlten Lattner VIP Lounge begrüße ich Sie so herzlich zu unserer heutigen Pressekonferenz anlässlich des Spiels zwischen Vorwärts und Allerheiligen. Ich darf bei dieser Gelegenheit den Gästetrainer Robert Pflug und auch unseren Trainer Gerald Scheibeiner recht herzlich begrüßen und bitten, beide zu mir auf das kleine Podium heraufzukommen. Robert hat sich schon seines Gewandes ein bisschen entledigt. Wir harzen recht gut, bei uns ist es recht warm, Herr Renner. Kommen wir mal gleich zum Spiel. Kaum der aber schon auflassen. Die Ohren sind wahrscheinlich nur ein bisschen kalt von draußen. Gell? Werbung, ist aber schlecht für unseren Sponsor. Haben wir einen Erima-Kappel da bitte? Ja, erste Frage. Ich nehme mal vorsichtig an mit dem 0-0 nicht zufrieden, aber generell dein Resümee fürs Spiel. Ja, ich bin da eigentlich schon zufrieden. Also ich denke, dass es ein sehr schwieriges Spiel war für beide Mannschaften, weil die Bodenfahrten sehr nicht leicht waren. Und wir haben auch gesehen, dass alle Heiligen, die eigentlich spielerisch auf einem sehr, sehr guten Niveau normal sind, auch Probleme gehabt hat, dass sie da kombinieren. Und wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft heute am Platz gehabt. Viele unerfahrene Spieler. Haben wir dann in gewissen Situationen gesehen. Das nötige Glück, dass du so ein Spiel gewinnst, das haben wir im Moment nicht. Ich glaube, dass es ein gerechtes Unentschieden war für beide Mannschaften. Wir sind sehr froh, dass wir den Gegentor gekriegt haben. Und es waren auch einige knappe Situationen, wo alle Heiligen treffen hätte können und es ist gut ausgegangen. Ich denke, wenn man als VfL Steyr mit so einer jungen Mannschaft gegen so eine gute Mannschaft wie wir spielt, dann muss man einfach mal zufrieden sein, weil man sich ein bisschen auskennt beim Kicken. Danke für dieses erste Statement. Für euch das zweite Unentschieden innerhalb von knapp 49 Stunden. Bist auch du mit diesem Auswärtspunkt zufrieden oder hättest du gerne mehr gehabt? Der Kollege hat eigentlich alles gesagt. Es war ein extrem schwieriges Spiel, besonders für uns. Wir haben jetzt gerade genau 48 Stunden Pause gehabt. Wir haben am Dienstag die gleichen Bodenverhältnisse gehabt, auch fast nicht zum Fußballspielen. Heute war es ähnlich und da muss man zufrieden sein. Ich glaube, dass das Unentschieden sehr gerecht ist. Ganz Mikrofonproblem haben wir da, glaube ich. Wir machen es gleich. Also, beide Trainer sind mit einem Punkt zufrieden. Ich muss natürlich jetzt provokant an beide fragen, hilft das auch weiter? Jeder von diesen beiden Mannschaften möchte gerne weiter nach vor, möchte in der Tabelle nach vor klettern. Einerseits, man holt den Gegner auf Distanz, andererseits, man kommt nicht wirklich weiter nach vor. Mir ist die Tabelle im Moment relativ egal, aber wenn es vielleicht gar nicht verständlich ist. Wir müssen einfach mal schauen, dass wir von Spiel zu Spiel unsere Leistung abrufen. Das ganze Theater da rund um den Aufstieg, das ist einfach nicht gut für unsere Mannschaft. Ist ja absolut nicht gerechtfertigt, was da für Druck auferlegt wird. Wir haben uns durch einen sensationellen Herbst diese Ausgangslage verdient. Wir gehen auch so gut es geht damit um. Aber man muss einfach einmal am Boden bleiben und einmal schauen, mit welchen Spielern wir spielen. Und man muss halt auch einmal zu dieser Mannschaft stehen, wenn sie nicht gewinnt. Ja. Und wir haben im Herbst sehr viele knappe Spiele halt entschieden für uns. Da haben wir auch ab und zu Glück gehabt. Momentan fährt das Grenzchen Glück ein bisschen. Aber das ist normal im Fußball, dass wir immer nur Glück haben. Und ich denke, wir sind auf dem Weg, wo wir hingehören. Ja, wir sind da irgendwo in die Top 5. Das ist für unsere Mannschaft eh sehr ambitioniert. Und fertig. Und wenn ich dann höre, wir wollen die vorwärts sehen, dann muss ich sagen, bin ich schon eigentlich schon sehr enttäuscht von unseren Fans, weil das ist die Vorwärts. Ja? Also wenn es auch nicht passt, dann müssen wir rausgehen und Dietach, Gasten oder 90 anschauen. Aber die Vorwärts spielt da. Und ich will eigentlich nicht von Fans sprechen, wenn ich so eine junge Mannschaft am Platz sich auf die fightet 90 Minuten bei schwersten Bodenverhältnissen und dann solche Rufe, muss ich sagen, da muss ich schon ein bisschen überlegen. Ob das wirklich Fans sind oder eben nicht. Ich wollte nur eine ganz kurze Frage anhängen. Du hast das eh gerade selber gesagt und ich habe es heute auch da drinnen in unserem Pressetum einmal so erwähnt. Wir haben wahrscheinlich im Herbst wirklich auf dem Überlevel gespielt. Ist das vielleicht jetzt dem geschuldet, dass die Fans jetzt zu verwöhnt waren von diesem tollen Herbst, was sie unter Anführungszeichen jetzt mit dem momentanen nicht zufrieden sind?
Kann man das irgendwie so erklären? Ja, man kann immer alles erklären. Ja. Aber ich denke, wenn man das Spiel anschaut, die lassen, was man der Mannschaft vorwerfen kann. Was erwarten die Zuschauer? Dass die Mannschaft da ein großartiges Spiel aufzieht. Das kann man von keiner Mannschaft erwarten. Es war unglaublich schwierig. Ja. Und es ist, wenn jeder Ball springt, ja, und wenn du nicht vom Fleck kommst, weil du immer ausrutschst bei jedem Schritt und so weiter, das ist unglaublich schwierig. Du kannst eine ordentliche Kurven laufen. Die großen Spieler haben sie extrem schwer da heute. Die kleinen Spieler, da geht es ein bisschen besser. Aber man muss schon mal am Boden bleiben. Wir sind dritte Liga in Österreich, wir sind Amateurfußballer haben. Und ich glaube nicht, dass wir da ein tolles Spiel erwarten können. Wir können das erwarten, dass sie beide Mannschaften, denke ich, engagieren und alles geben für ihren Verein. Ich denke, das haben beide Mannschaften gemacht. Und taktisch war es, denke ich, von beiden Mannschaften okay. Ja, und das ist halt so. Also ich weiß nicht, wie weit man fahren muss in Österreich, dass man absolute Top-Spiele sieht, ja, wo Strafraumszenen jede Minute ausgearbeitet werden. Also ich muss ehrlich sagen, ich war schon lange nicht in einem Stadion in Österreich, wo das ständig passiert. Und bei uns sicher nicht. Ja. Danke für diesen Kommentar, Robert. Du hast mehrmals genickt. Gibst du dem Gerald recht, dass natürlich auch die Bodenverhältnisse sehr viel Schuld daran tragen? Ich kann meinen Kollegen nur zustimmen. Jeder, der was Fußball gespielt hat, weiß, wenn man bei solchen Bodenverhältnissen spielen muss, das ist ein Horror für jeden Spieler. Besonders die Mannschaften, die einen technischen Fußball lieben, für dieses der größte Wahnsinn. Man muss in Österreich mal überlegen, was man mit solchen Einteilungen überhaupt erreichen will. Wir haben jetzt praktisch, wir könnten bis Ende Mai spielen, bis Juni reinspielen und zwingt praktisch die Mannschaft nach Bodenverhältnisse Fußball zu spielen, die extrem gefährlich sind. Gott sei Dank war heute keine schwere Verletzung. Das kommt ja auch noch dazu. Also ich kann nur sagen, ich muss meinen Gegnern diese Mannschaft ein großes Lob aussprechen. Das war für diese Bodenverhältnisse ein sehr, sehr gutes Spiel. Danke für dieses Lob. Das geben wir natürlich an deine Mannschaft zurück. Der Taktik-Fuchs, hast natürlich genau gewusst, wie du die Mannschaft darauf einstellen musst. Wie geht es jetzt bei euch weiter? Ihr wollt natürlich auch um den Aufstieg mitspielen. Ist es ein Handicap jetzt mit zwei Unentschieden gestartet oder gefahren zu sein? Das ist so sicherlich ein Handicap, wenn man aufsteigen will. Und das Handicap fängt mit diesem Bodenverhältnissen an. Wir sind eine spielbestimmende Mannschaft. Wir leben von Ballzirkulation und spielen in die Tiefe. Das haben wir, seit ich bei Allerheiligen bin, bravourös gespielt. Auf diesem Bodenverhältnis ist es nicht möglich und das natürlich ist für uns sehr, sehr negativ. Jetzt haben wir von unserem ramponierten Rasen unter Anführungszeichen nächste Woche schon wieder ein Heimspiel, nur dazu gegen der Fellenwerder Lafnitz. Es wird wahrscheinlich nicht leichter werden, weil die Wetterverhältnisse, wenn man schaut, es regnet noch immer. Jetzt soll es ein bisschen trocken werden, nächste Woche Mittwoch vielleicht wieder Regen. Kann man irgendwas tun? Kann man walzen? Kann man die Bodenverhältnisse irgendwie besser machen? Nein, ich glaube, dass der Rudi unser Platz hat, alles gegeben hat und der Platz war ja, wie wir rausgegangen sind, ja okay. Also wie wir rausgegangen sind, haben wir beide eigentlich so Top-Zustand. Nur wenn du halt dann eine Zeit lang auf dem Platz laufst, dann wird das automatisch so. Ich denke, dass ein schlechter Platz gegen Lafnitz nicht unbedingt ein Nachteil für uns ist, weil Lafnitz mit Abstand die stärkste Mannschaft in der Liga ist. Die haben jetzt gestern Sturm Graz in voller Besetzung 2-0 geschlagen, auch wenn es ein Testspiel war. Aber Sturm Graz musste erst einmal 2-0 schlagen. Also da spielen wir gegen einen übermächtigen Gegner und wenn die Platzverhältnisse ähnlich sind wie heute, dann kommt es sicher eher uns entgegen als Lafnitz. Dann schauen wir mal, was da nächste Woche ist bei euch. Euch wünsche mir natürlich trotzdem auch alles, alles Gute. Vielleicht bleibt es den einen oder anderen Punkt immer noch hinter uns, aber sonst dürft ihr uns gerne verfolgen. Klar. Ja, danke. Bitte ganz kurz noch. Danke. Aber das Schönste wäre, wenn wir beide in diese Richtung gehen und beide diesen Aufstieg schaffen würden. Ich glaube, keiner dagegen. Wir wünschen der Mannschaft alles Gute. Danke fürs Gespräch und gute Heimreise. Danke. Danke, Gerald.